Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die 2 vom Bau, oder besser gesagt, der Sklaventreiber, unser Leibeigener. Ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, arbeitet nicht für den Steve Myrtle. Tut's euch nicht an. Doch, unbedingt ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, also ich hebe jetzt da mal den Graben aus. Ja, ich war jetzt schon beim Dingens hier, beim Sackschnell, beim Baustoffhandel. Und habe gestern, genau, ich habe die Kabelrollen schon geholt. Die waren auch so freundlich und haben die aufgeladen. Und haben keine Zusatzkosten dafür verlangt. Wow. Das nennt man mal Service, hä? Ah? Und einen goldenen Hammer haben sie mir auch noch geschenkt. Wow. Goldenen Hammer auch noch. Ja, weil die meinten, du hast dermaßen einen an der Klatsche, du hast dir den verdient. Ja, das stimmt. Dass du einen an der Waffel hast, das stimmt. Kann ich so unterschreiben. Ja. Da fragt man sich, woran hat's gelegen? Warum fahrt ihr nicht, Mann? Boah, ich habe ja eine coole Hupe. Bin gleich wieder. Ist so eine Fahrradklingel. Nee, ich bin gleich wieder bei dir. Okay. Mit zwei Kabeltrommeln auf dem Rücken. Ja, ganz wichtig. Glasfaserausbau und so, ne? Ja. Moment mal, was war das? Was ist da passiert? Das ist ja lustig. Oh, jetzt hat er was entdeckt. Ja. Ja, cool. Lass mich doch teilhaben, wenn es doch so lustig ist. Ja. Ich bin ja auf dem Weg zu dir. Da bin ich hier an einer Häuserreihe vorbeigekommen. Und da habe ich rechts nur irgendwas zappeln sehen. Hier liegt ein Auto auf der Seite. Hat es einen Verkehrsunfall gegeben, ne? Puh, keine Ahnung. Das sieht so aus, als wenn zwei am gleichen... Da sitzt auch keiner drin, als wenn zwei am gleichen Ort parken wollten. Cool. Ja, dann hat wohl der Stärkere gewonnen, nehme ich mal an. Hä? Und ich bin jetzt irgendwo über ein unsichtbares Auto gefahren. Da war keiner, aber ich habe trotzdem... Also es ist kurios. Ja. Ich habe gestern schon gedacht, bei der Brücke, wo nichts funktioniert hat. Dämonen wollen verhindern, dass wir das Ganze bauen. Ach, das hat doch funktioniert. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, aber nur widerwärtig. Mit Widerwillen. Ja. Da war nicht das... Nee. Oh, wow. Was? Alles gut. Ich dachte jetzt schon. Oh. Bösen Dämonen wollen also verhindern, dass wir eine Brücke bauen. Naja, das haben sie aber doch nicht verhindern können, weil die Brücke ist ja fertig. Bin gerade mit dem LKW umgefallen. Ja, können wir mal machen. So. Ist schon wieder zappenduster hier. Ich sehe fast nichts. Bei mir ist hell. Ja, es wirft gerade einen extremen Schatten, jetzt kommt die Sonne wieder rum. Ach so. Ich wollte gerade sagen, warum ist bei dir dunkel? Nimm mal die Sonnenbrille ab. Ja, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja? Ah. Was? Nein, LKW? Schade. Ja, ich wollte gerade verkaufen, das ging noch nicht. Ich kann nur... Du musst doch noch voll sein. Ich kann aber nicht... Doch, das geht. Ich kann nur befüllen, aber nicht verkaufen. Ja, das musst du ja auswählen. Und dann kannst du sagen, hier, mach mal leeres Ding. Das muss ich was? Du musst erst auf Befüllen gehen. Und dann Ach musst so. Du ihm sagen, mach mal leeres Ding. Ja, und dann dürfst du dich ja mal etwas umpositionieren, weil ich muss nach hinten. Ja. Gut, passt.
Mensch, 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 da hatte ich das doch schon wieder vergessen. Naja, aber wie gut, dass du mich hast, ne? Ja, also. Aber bist du eine Frau? Nö, warum? Ja, weil eigentlich haben Männer doch Frauen, die an sowas denken. Tja. Also ich wusste immer, bei dir stimmt irgendwas nicht, Herr Bagger. Ha. Man hat halt Qualitäten, die sind versteckt, weißt du. Hast du mal geguckt, ob dein Schnippi wirklich noch dran ist? Ja, ja, der hängt noch. Alles safe. Ja, gut. Ach, ist das schön entspannt. Mal noch einen Kaffee trinken hier. Prost. Jo. Ein schöner Bagger. Also der JCB gefällt mir. Oh, habe ich eben gar nicht geguckt. Ja, der ist nicht so groß, ne? Ja, ein Stückchen kleiner, aber von der Schaufelgröße hier und so weiter passt. Für solche Sachen ist der optimal, für so Gräben und so weiter. Kannst du noch ein Stück zurückfahren, bitte? Vielleicht. Gut, danke. Passt. Dann nehme ich schön reinschaufeln. Mach schon mal wieder leer. Ja, wunderbar. Bevor uns einer die Erde klaut, ne? Na, das wollen wir natürlich vermeiden, ne? Ja. Weil nachher kommt da einer vorbei und sagt, Mensch, die haben Dreck, den kann ich hier brauchen. Die haben Dreck am Stecken. Du bestimmt. Nicht. So. Du bist schon wieder ganz schön gastig. Aber ich bin's ja nicht anders gewohnt von dir. Ich bin immer ganz. Ich bin ja auch der Chef, ich darf das. Ja, nicht. Aber macht der nächste. Die Dashcam zeichnet ja alles auf und dann geht es alles an die Bildungsgenossenschaft. Nur die Leute. Und weiter, was will die machen? Ja, das siehst du dann schon. Was hat die Berufsgenossenschaft damit zu tun, ob ich dich anpfeife oder nicht? Gar nichts. Es geht um das Wie. Ja, denen ist nur egal. Denen ist nur wichtig, dass du die Arbeitsschutz einhältst. Das interessiert die mehr nicht. Ja, und das Antidiskriminierungsgesetz interessiert sie auch. Nee, nicht die Bohne. Ja, da habe ich sowas von. Keinen Menschen interessiert das. Was sagst du jetzt? Das weiß ich. Ja, du bist aber falsch informiert. Ja, oder du? Nee, nee. Ich habe mein Paragraphenbuch immer dabei, glaub mal. Also im Amiland musst du aufpassen, ne? Weil die ziehen ja ganz schnell mal den Revolver und halten dir den 9mm hier unter die Nase und sagen, was willst du denn? Im Amiland klagen sie auch nur, weil der Kaffee zu heiß war. Ja, wenn es nicht draufsteht, dass der Kaffee heiß ist. Die sind ja auch nicht mehr ganz knusper. Deutschland gibt sowas nicht. Ich meine, ist doch logisch, wenn ich irgendwo einen Kaffee kaufe, dass der normalerweise heiß ist. Könnte, ja. Und dass ich da aufpasse beim Trinken, oder? Da kann ich doch den Verkäufer nicht für verantwortlich machen. Ja, im Amiland geht alles. Weißt du, weil würde der denen einen kalten Kaffee verkaufen, dann wäre es auch wieder nicht richtig. Richtig, dann hätten sie auch wieder eine Anklage am Hals, weil der Kaffee kalt ist. Der Kaffee zu heiß passt, dann ist der Kaffee kalt, passt an. Junge, was schmeißt du den ganzen Dreck auf die Straße hier? Ist doch im LKW. Nö, die Hälfte liegt ja, hier hinter. Ach, ist ein bisschen da. Er schubt jedes Mal den LKW weg hier. Das ist ziemlich doof. Mache ich hier wieder einen Flugschein oder so? Habe ich auch keine Lust zu. Flugstunden, ja. Was verlangst du denn für Flugstunde? Ich weiß nicht. Mal, ich komme hier nicht mal rüber, siehst du das? Ja, brauchst du nicht, weil du kannst kurz warten, dann können wir eh zurücksetzen.
So. Jo. Weil das geht ja schon wieder gewinnt, die Schnittenbrot. Ja, schon viel fertig. Graben ausheben 92%. So. Ne, der JCB, das ist nicht schlecht, dass wir den gekauft haben. Dass ich den gekauft habe. Ja, ja, du wolltest gerade sagen, dass du den gekauft hast. Den habe nicht ich gekauft, den hast du gekauft. Während ich nicht da war. Ja, ja. Weil ich klug bin. Aber jetzt dürfte man fertig sein, so ist es auch schon, oder? Ja. Baustelle räumen steht da. Ja, dann machen wir das mal. Kannst den Bagger wahrscheinlich auf dem Tieflader schon direkt fahren, wa, oder? Nö, weil den würde ich dann quasi für die Kabeltrommeln hernehmen. Ah, okay. Weil dann braucht man nicht mit dem Mobilkran, sondern hebe den einfach bloß mit dem Bagger runter, weißt? Aber den Tieflader, ich muss den tatsächlich aus der Baustelle rausfahren, Mensch. Nee, die Britsche steht im Weg. Das kann ich auch sein. An die habe ich jetzt gar nicht gedacht, stimmt. Die ziehe ich schnell rum. So. Ja, 14.088. Jetzt müssen die Kabeltrommeln dahin. Ja, dann machen wir doch gleich mit dem Pritschen-LKW, oder? Ja, da ist ja der Kran drauf. Machen wir gleich mit der Pritsche. Kommst du da so dran? Ja, klar. Ja, ich denke. Wenn ich mich jetzt da so herstelle, das dürfte passen. Das heißt. Na gut, bis ich mit dem Bagger da bin, ist auch Weihnachten. Sonst hätte man einen mit dem Bagger rüberziehen können und naja, egal. Geht schon. Aber wir brauchen den Kranwagen, kann das sein? Oder machen wir alles mit der Pritsche? Oh, das ist eine gute Frage. Ach, warten wir mal ab, dann können wir den Kranwagen immer noch holen. Ich kann vielleicht das eine oder andere Fahrzeug schon wieder mitnehmen dann zur... Ja, genau. Meinst du, das reicht? Ja. Oh ja, ein ganz schön langer Ausleger, du. Ganz schöner langer, du. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das reicht. Aber gut. Ja, wenn man sie richtig positioniert, dann... Ja, das musst du gerade sagen. Mit richtig positionieren hast du es ja nicht gerade. Nee, nicht wirklich. Aber trotzdem hat es ja funktioniert. Das ist, eigentlich müsstest du das jetzt rot im Kalender anstreichen. Zum ersten Mal richtig positioniert. Ja. Eigentlich schon, ne? Spezialteile platzieren, Kabelschacht. Ich glaube, wir brauchen doch einen Kranwagen, wa? Ja. Dann fahre ich jetzt mit. Nimmst du den Bagger mit? Brauchen wir den nicht noch? Nee, nimm den Bagger ruhig mit und ich mache den einen Kabelschacht mal jetzt mit dem Ausleger hier. Sonst hätte ich den Dings mitgenommen. Hier, sag schnell. Egal.
ich jetzt da drüben hinstelle? Ja, aber den Mobilkran braucht man ja trotzdem. Hilft ja alles nichts, ne? Ja, wahrscheinlich. Sonst fährst du wahrscheinlich zu oft hin und her. Spätestens bei den Lärmschutzwänden werden wir den brauchen. Ja. Ich kann jetzt die Kabelschächte schon legen, so weit geht es dann schon, aber ist spätestens bei den Lärmschutzwänden werden wir den Kran dann brauchen. Jetzt müssen wir zur Firma. Wieso soll ich da außen rumfahren? Warte mal. Was hat er denn vor? Nee. Fahr jetzt links rum. Du spinnst wohl. Nur weil hier durchgezogene Linie ist, oder was? Interessiert mich doch gar nicht. Ich wollte es gerade sagen, seit wann interessiert dich eine durchgezogene Linie? Da will er mich sonst wohin schicken. Uiuiuiui. Das hat dich ja noch nie interessiert. Du fängst jetzt heute auch nicht damit an. Genauso wie rote Ampeln. Luxus. Braucht kein Mensch. Oh, Blitzer. Yeah! Mitgenommen. Schönes. Ja, ich war zu spät zum Bremsen. Dachte, du brauchst ein neues Foto für dein Profilbild oder so. Nee, für einen Führerschein. Oder für einen Führerschein. Ob der Bagger ist runtergefallen, es hat so gepoltert. Bitte nicht. Meinst du, mit 90 und Bagger hinten drauf kann man fahren, oder? Ja, logisch. Immer, immer. Und schneller was. Kann der LKW irgendwie nicht. Da geht noch was. Was hupst du denn? Du musst ja nicht unbedingt da fahren, wo mein Auflieger gerade steht. Lärmschutzwandpfeiler. Lärmschutzwandelemente. Musst du die hinstellen oder was musst du damit machen? Lärmschutzwände liefern, sagt er. Okay. Wo kommen die her? Kannst du mal gucken? Ja, ich guck gleich. Und dann müsstest du eventuell zur Firma und den Dingens holen. Den Kranwagen, dann würde ich die Fertigelemente holen. Entweder oder. Jo, lass mich schnell gucken. Nochmal unter Jobs. Die Spezialteile liegen zur Abholung an der Metallwerkstatt bereit. Ja. Okay. Dann brauchen wir aber einen Mobilkran zum Aufladen. Den kleinen am besten dahin. Ja. Ja, dann parken wir mal die Britsche raus und dann fahren wir mit dem Taxi. Wie groß sind denn die? Was brauchst du denn für einen LKW? Multiauflieger. Also den ich jetzt gerade hier habe. Ja. Ja. So, Firma. Da wollen wir hin. Wir wollen. Nein. Dann kannst du gleich vielleicht erstmal den Bagger gerade runterfahren, oder? Ja. Müsste jeden Moment bei der Firma ankommen, sagt mir das Navigationssystem zumindest. Jo. Mir das gerade sehr komisch vorkommt hier. Warte mal, das stimmt doch was nicht. Das Ding ist sowas von blöd, dieses Navi. Du hast doch jetzt, weißt du, wo er mich jetzt hinlotst? Nein. Ja, zur Metallwerkstatt. Ja. Ja, da lotst er mich jetzt hin mit Bagger hinten drauf. Mit Bagger hinten drauf? Ja. Okay. Kann man mal machen. Ja, komm, dann holen wir den Bagger später da ab. Dann fahr zur Metallwerkstatt. Das ist unglaublich. Ja. Warum springt mein Navi um, nur weil du irgendwas suchst? Kannst du auch nicht mehr sein. Ich hab keine Ahnung.
Junge, ich habe ja gerade gesagt, das kann doch nicht passen. Ja, unsere Brücke, die wir gebaut haben, die sieht ja richtig schön aus, ne? Ja, natürlich, ist ja auch unsere Brücke. Oh, oha, das war knapp. Dann fahren wir den Bagger da runter oder ich lasse ihn abholen. Bin fast in ein anderes Auto reingerauscht. Nein. Ja, aber nur fast. Ich hab's noch gebremst. Oh, das war auch knapp. Moment, Metallwerkstatt hier? Ja, Recyclinghof. Metallwerkstatt Schrottplatz. Ah ja, hier liegen sie ja, okay. Mei. Immer rum um die Kurven, du. Ei. Ey, das war mit einer der Verkehrsschilder, die du umgeholzt hast. Hä? Ich sag, hier sammelt einer die Verkehrsschilder, die du umgeholzt hast. Ernsthaft? Ja. Ist da echt jemand, der das einsammelt? Ja. Quatsch. Jetzt willst du mich verarschen. Sieht man das in deinem Vlog? Bin dran vorbeigefahren an der Firma, die sich um die kaputten Verkehrsschilder kümmert. So. Ich dachte, da wäre einer, der das einsammelt. Ja, irgendeiner würde ich schon einsammeln und reparieren und da bin ich gerade vorbei. Jetzt ist er gesichert, okay. So, da muss ich also hin, okay. Jetzt ist er nicht mehr gesichert, jetzt müsste ich ja theoretisch einsteigen können. Ah. Wollen wir auf die Außenkamera gehen? Und der ganze Spaß muss jetzt da drauf, ja? Ja. Ja, okay. Dann wollen wir das doch mal. Aber montieren machen wir nach der Pause. Ja, auf jeden Fall. Wäre schon mal verladen. Ich fahre inzwischen schon mal mit dem Bagger zur Firma. Jo. Alles klar. Das wird ja 3 Jahre dauern, bis ich da bin. Ja, Minimum. So. So ein Blödsinn. Holst du dann den LKW ab? Schon, oder? Welchen LKW? Hier den, was ich jetzt gerade belade. Ja, oder du nimmst den gleich und fährst damit zur Baustelle. Aber und kann ich auch... Stationieren mit irgendeiner muss ja dann den Kran fahren. Ja, den nehme ich dann vom Hof mit, sobald ich mit dem Bagger da bin. Da bringe ich den großen quasi dann. Ja, nehme ich den großen mit. Das war jetzt so mein Plan.
Ja, dann nimm du den großen mit, weil dann... Der kleine kann da ja erstmal stehen bleiben. Ich meine, das stört er ja nicht. Außer uns holt da ja sowieso keiner was ab. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber Lärmschutzwände vom Recyclinghof. Mhm. Alles klar. Ja. Da wird der letzte Müll eingesetzt. Aber wehe, es ginge darum, den Bürgermeistergehalt draufzusetzen. Da wäre nichts mit Recycling. Da muss nicht gespart werden. Nee, da muss nicht gespart werden. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier mache. Ich habe keinen blassen Schimmer. Da. Okay, da könnt ihr doch über die Autobahn auch fahren. Ja, ich fahre gerade unter der Autobahn durch. Ja, aber dann machen wir für heute dann jetzt erstmal Pause, wa? Ja, Moment. Das klingt gut. Und nach der Pause machen wir dann weiter. Treffen wir uns nachher an der Baustelle. Na, genau so ist es. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Kanal zum Steve Mörtel verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wie gewohnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Nein, tschüss und ciao. Ciao, ciao.